Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Viertel nach neun. Ja. Laune ist okay. Das ist gut. Wir müssen aber eben noch was drehen. Okay. Das ist mir nicht eingefallen. Wir machen eigentlich ein anderes Video. Deswegen steht der Daniel schon hier. Wir fahren nämlich wohin. Ja. Aber wir fahren mit einem anderen Auto wohin. Und da machen wir nämlich was, weil die Autobahn ist dafür passend. Ah, ich verstehe. Weißt du was? Ja. Was denn? R34. Nein. Nein? Tadam. So, meine lieben Damen und Herren, es geht nicht los. Und zwar fahren wir mit diesem Kfz. Weil wir haben nämlich dieses schöne Zwischensteuergerät bekommen, das in der Lage ist, dass dieses Auto keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr hat. Oh. Da wir in einem anderen Video, was vielleicht davor oder danach lief, zum Dirk Kattenhauer gefahren sind, ist nämlich auf die Richtung autobahnmäßig nämlich ganz gut Feuer nehmen. Okay, ja, perfekt. Das ist nämlich perfekt. Da aber keine Anleitung dabei war, müssen wir eben gucken, wie das eingebaut wird. Gucken wir rein. Ah. So. Kann man bei sowas irgendwas kaputt machen? Ja, kann man. Danke der Nachfrage, die sind es immer nicht. So, wir haben 4 Reihen Kabel. Das Problem ist, darunter ist noch eine Reihe, aber wir sind heute mutig, weil wir haben nämlich jetzt 20 nach 9. Ja, perfekt. Was jetzt gemacht wird, das Signal, was aus dem Steuergerät kommen Signale, diese Signale werden jetzt nicht in den normalen Kabelstrang weitergeleitet, also sprich in das zu steuernde Teil in dem Auto, sondern es geht erst hier in unseren Novell, also von Novell, wo die Jungs den Krümmer auch gemacht haben, in diesen Kabelbaum rein, in das Steuergerät rein und aus dem Steuergerät gehen diese Stecker wieder in den normalen Kabelbaum weiter. Das heißt, es ist so wie eine Tuningbox, die wir auch sonst haben und wir applizieren und tunen und verändern diesen Kabelstrangweg einmal ganz kurz. Mit viel Mut gerade. Mit viel Mut gerade. Und zwar einmal, zweimal. Sieht doch aber gut aus. Dreimal. Danke, Daniel. Ja, bitte. Sieht aber gut aus. So, das wird nämlich auch ein enges Spielchen, weil diese Box muss ja auch noch hier rein. Geht er an oder geht er nicht an? Ich sag, er geht an. Sah schon ziemlich passend aus. Ja, ne? Normalerweise sind die Stecker ja individuell, oder? Also, eigentlich ja. Ne? Nur vielleicht ging ihnen ja auch das Patent aus, dass sie nicht so viele unterschiedliche Stecker haben. Plus, unten drunter war nochmal eine schwarze Reihe. Okay. Und meistens will man sich beim Schrauben einfach machen und denkt sich, ja, hier oben passt schon, dann nehmen wir die Reihe, aber es hätte auch genauso gut hier drunter sein können. Ja, klar. So, was schafft der Top Speed? 315. So viel? Was lief er denn vorher? Also vorher lief der 270, glaube ich. Und dann war er abgeriegelt. Genau. Aber du hast gemerkt, bei 270, bololol. Geht noch was. Der will aber noch. Ja, aber 300 schafft er ja, oder? Ja, geht mal von aus. Ja, ne? Finden wir raus. Wir müssen eh noch ein bisschen fahren. Bis wir nämlich auf unsere freie Stelle kommen auf der Autobahn, hoffentlich. Und dann treten wir richtig rein. Also verbaut ist momentan hier der Papierluftfilter, Fächerkrümmer, die Armitrix Abgasanlage und der Speedkill Limiter. Box. Hyperbox. Tron. Tron. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass der Tacho 140 sagt und GPS sagt 133. Oh, krass. Ja, Hammer, ne? Aber wir fahren jetzt. 137 sind, 138 sind 130, 131. Bei der Geschwindigkeit schon? Ja, ne? Ja. Bei der Geschwindigkeit ist wirklich schon ganz schön Abweichung. Du hast Vollgas auch noch nicht gehört, ne? Mit dem Trümmer. Wo ich jetzt ein bisschen Angst habe, ist, ob der Wagen ein bisschen Midrange-Power verloren hat aufgrund des Fächerkrümmers. Fahren Sie auf der Autobahn weiter. Das hört sich jetzt schon wie so ein Rennwagen an, ne? Echt, nicht so. Unfassbar. Ja. Vor allen Dingen das hier. Das, ne? Aber pass auf, hör mal genau hin, hör mal. Das macht mich so an, ne? Dieses DSG-Schalten hat sich so, und die Doppelkupplungsgetriebe hat sich so eingebläut in Menschen, aber das ist für mich richtig Emotion, richtig Racing. Hör mal, kurz nichts. Geil. Voll geil.
überhaupt gemessen, 100, 200 mit dem Fächerkrümmer? Weiß ich nicht. Scheiße, dann machen wir das mal. Ja. So, ready? Yes. Schiller, weil wir waren nie so nah an der 9. Du merkst aber auch, oben rum läuft's. Hört sich so krass an, ne? Wir machen gleich mal noch einen mit Klappe zu. Weil wir haben ja jetzt wirklich einen Extremfall mit sehr, sehr krassem Verlust an Abgasgegendruck im Vergleich zur Serie. Und da wir die Software ja nicht angepackt haben, die Software erwartet ja den und den Füllungsgrad. Natürlich hat der Lambda so ein Luftmassenmesser, er hat all die einzelnen Parameter, wo das Auto auch reagieren kann und auch tut. So ein Auto fährt dann in Dubai, dann fährt es in Russland, dann fährt es direkt neben dem Arallabor und überall sind verschiedene Spritqualitäten. Das heißt, ein Auto muss ja die ganze Zeit reagieren. Man darf nicht denken, dass der Sprit immer genau der gleiche ist. Das ist er nämlich nicht. Dann gibt es jemanden, der sagt, ach, V-Power oder Ultimate oder Super Plus brauche ich nicht. Ich tank normal. Dann sagt das Auto sich, Zündung raus, weißt du? Also Zündung raus, wenn ich das mal sage, das bedeutet, dass wenn der Kolben hochfährt, dass der einfach das Ganze so krass spät zündet. Also der Kolben fährt hoch, verdichtet das Luft-Benzin-Gemisch und wenn die Spritqualität nicht so gut ist, dann sagt er, komm, lass noch weiter hochfahren und wir komprimieren, also anders erklärt, den Kolben hochfahren. Wenn wir jetzt ganz früh zünden, dann zünden wir ja eine noch verdichtendere Masse und die will sich ja ausdehnen in dem Moment. Das heißt, einen Teufel, der gerade macht, den machst du aber so. Das heißt, der Kolben fährt hoch und er will ja in dem Moment eigentlich schon expandieren, aber du verdichtest halt noch. Wenn die Spritqualität schlecht ist, und das meint, dass das, was es bedeutet bei Oktan ist, wenn die Oktanzahl schlecht ist oder nicht so hoch ist die Oktanzahl, neigt der Sprit dazu, selbst zu zünden. Und wenn er selbst zündet, dann klopft das Auto. Das ist halt genau dieses Problem, was man dann hat. Und bei einem hohen oktanigen Sprit kannst du halt einfach das noch länger weiter und noch weiter herauszögern, dass der Wagen noch nicht selbst zündet. Was ich damit sagen will, ist, ein guter Sprit, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ein wirklich hochoktaniger Sprit ist so wichtig, nicht nur bei Turbomotoren, sondern auch bei Saugmotoren, weil die sind einfach alle eifersüchtig geworden. Somit sind die Saugmotoren ja noch höher verdichtet worden, damit die auch die Leistung generieren, um in die Turboregion zu kommen. Somit ist ein hochverdichteter Motor, ein Saugmotor, wie so ein R8-Motor zum Beispiel oder sowas, oder die 458 Italia-Motoren, diese super hochdrehenden, hochverdichtenden Rennmotoren, kann man ja wirklich sagen. Weil früher waren Rennmotoren nichts anderes als das, der braucht super hohen Oktan, weil der verdichtet diesen ganzen Rotz unfassbar krass. Das heißt, dieser Sprit erwärmt sich ja in diesem Verdichtungsprozess und dann sagt er irgendwann bei 95 Oktan wieder sagen, weißt du was, ich bin schon heiß genug, ich zünd hier. Und wenn das einfach zu unkontrolliert passiert, dann klopft und klingelt der Motor die ganze Zeit. Nicht gut. Deswegen immer hohen Oktan fahren. Das ist ein geiles Auto, ne? Das Ding ist bullenlaut gerade, aber irgendwie fühlt sich auch nicht so. Es fühlt sich immer noch, guck mal, wir haben jetzt Klappe auf, wir machen mal Klappe zu. Fühlt es nicht störend? Das Video endet jetzt, das endet noch nicht. Es gibt auf jeden Fall noch den Nachtrag. Das drehen wir aber dann andermal. Wahrscheinlich drehe ich es alleine. Aber wir machen jetzt ein anderes Video weiter. Tschüss. 2 Autobahn jetzt hingesprungen, weil uns ist nicht das eingefallen. Bauarbeiter, wir müssen leise sein. Die machen gerade Pause. Jetzt ist es.
Und zwar können wir eben die Elektros mal auf den Prüfstand schnallen, ne? Weil Geschwindigkeit haben wir ja nicht ganz geschafft auf der Autobahn, aber wir können auf den Prüfstand mal schnell fahren. Dann stellst du die Frage 2, haben wir Kopfhörer? Richtig, wir brauchen 100% Ohrschutz. Eigentlich müssen wir das ganze Gebäude mit Ohrschützern ausstatten, weil hier werden gleich die Burger aus der Pfanne springen, Alter. Und da ich wieder momentan ein bisschen abnehmen will. Schon wieder? Ja. Habe ich nämlich das bestellt, da müsste hier stehen. Tut's auch. Und zwar einfach nur ein Patty mit Käse und Jalapenos. Moment. Hast du was kopfmäßig drin gemacht? Bitte? Ohren hast du nicht drin gemacht, ne? Da muss ich gleich holen. Ja, hol ich. Wo sind die? Meine liegen bei mir an der Bühne auf dem Tisch und dann jeder unter welche. Von wem? Ich glaub, sonst brauchen wir auf jeden Fall. Sonst wird das hier drin. Dann stecke ich mir da irgendwas anderes rein. Ja. Gut. Warte. So, da sind wir. Das ging ja flott. So. Man spannt gerade drauf, aber irgendeine Sache wollte ich gerade noch machen. Leute haben wir auch da. Die haben alle leider keine Ohrschützer. Ja, wirklich. Werden sie wohl auch brauchen gleich. Ja, ich denke schon. Wir müssen gleich einen siebten Gang mal gucken, wie schnell wir fahren können, weil wir auf der Autobahn nämlich nicht testen könnten, ob der KMH-Zähler frei ist. So, was wir jetzt gleich, also es ist, jetzt kann es ein bisschen komisch werden, weil 477 PS ist die Werksangabe und 530 Newtonmeter. Da wir jetzt den Krümmer gemacht haben und die Außenanlage gemacht haben und all diese Sachen und sie nicht programmieren können, kann es jetzt passieren, dass wir Drehmoment auf jeden Fall verloren haben. Oder auch nicht. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich muss ehrlich sagen, wenn man damit beschleunigt, mit dem Krümmer und allem drum und dran, gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, er ist stärker, und es gibt Momente, wo du das Gefühl hast, er ist schwächer. Ja, das ist jetzt der Punkt. Aber Tuning ist live, ne? Also, na, also er ist natürlich vom Klang her mega geil, und wenn aber jetzt die Leistungskurve so massiv eingebrochen ist, dann kann es passieren, dass der Manni den Krümmer wieder zurückbaut. Nein? Nicht in diesem Leben, du Pisser. Komm, war doch geil, oder nicht? Oder nicht? Hat es auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, das hat richtig Laune gemacht. Letzte Lauf, 462 PS, also du musst im sechsten Gang messen, und 552 Newtonmeter. Das heißt, wir haben nicht voll die Werksangabe erreicht und haben einen Krümmer drin, eine volle Abgasanlage drin, einen Plattenfilter drin und halt die Geschwindigkeitsbox. Die bringt uns jetzt in dem Fall nichts, weil die halt keine Leistung macht, sondern nur halt Geschwindigkeit freigibt. Aber es ist krass, wie der Unterschied ist von Gang zu Gang, ne? Ja. Wenn er mehr Leistung freigibt, weil er mehr Last hat. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob der Sound wichtiger ist, ja, oder die Leistung. Wir haben ihn vorher nicht gemessen. Wir müssten mal Lexus RCF Serie messen. Wir bieten mal an, wenn Lexus RCF in der Nähe ist, messen wir gerne umsonst, dass wir einmal eine Idee haben, wie Serie ist im Vergleich jetzt zu Krümmer, Abgasanlage und Ansaugung. Aber ich meine trotzdem, ein NA, also ein normaler Saugmotor mit 462,93 PS, 5 Liter Sauger, ist schon gut. Und den Leuten gefällt es auch. Ist gut oder so? Ja, okay.
okay, danke. Das lohnt sich schon. Okay, gut. Dann sind wir hiermit fertig, oder? Würde ich sagen. Sind gefahren. Auf dem Prüfstand sind wir gerade 341 oder 42 gefahren, keine Ahnung. Mit offener Motorhaube. Mit offener Motorhaube. Locker, locker. Viel Spaß noch, bis morgen. Tschüss.